Herzlich willkommen zu einer niegelangen neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute wird mal wieder gespielt und zwar haben wir uns für ein ganz tolles Spiel entschieden, nämlich Nils. Tabu, haben wir noch nie gespielt. Nee. Wir haben alles schon gemacht, so Montagsmaler, Stadtabfluss, Wer bin ich? Wer bin ich? Und so, aber Wer bin ich? Ja. Nicht, ey, wollen wir mal Wer bin ich nicht spielen? Das geht total schnell. Du bist nicht Michael Jackson. Bei meinem Glück. Du bist nicht lustig. Ja, was ich sagen wollte, genau, wir spielen Tabu. Und zwar mit dem Brettspiel. Aber wir haben hier so eine Kartenbox, weil wir waren zu faul, um eigene Begriffe uns auszudenken. Und da sind halt welche drauf. Können Sie mal ganz kurz mal so einen Begriff zeigen? Oder so eine Karte. Oben sieht man den Begriff, den es zu erklären gilt, seinem Teampartner. Was und man darf Nils natürlich immer mit Etienne zum Beispiel? Und man darf nicht die Begriffe dafür benutzen, die da unten drunter sind im Weiß, ja? Wenn man einen der Begriffe da benutzt oder natürlich auch irgendwie den Begriff selber. Ja. Also du darfst jetzt zum Beispiel im Fall von Kuss, darfst du nicht Handkuss sagen. Oder, aber Kusshand? Aber darf man sagen, Kissen? Nee. Keine Variante oder anderssprachliches Wort davon. Nee, aber nee, ich meine Kissen, Ukulele. Und man also muss versuchen, so viele Begriffe. Das bringt das Spiel ja richtig Laune. Wie möglich innerhalb dieser Sanduhrzeit zu lösen. Ist man aber nie sieht, weil die immer hinter der Becher, hinter den Bechern stehen. Ja, so. Hinter den Almost Daily Bechern. Ja, Entschuldigung, ja, die sehr, sehr günstig im Shop zu erwerben. Alles klar, wir müssen vorher noch Teams auswählen. Es macht natürlich Sinn, dass wir dann nicht nebeneinander sitzen, weil bestenfalls sitzt man immer seinem Teampartner quasi gegenüber und neben einem sitzt der vom anderen Team, damit er das überprüfen kann. Ich kann aber nicht aufstehen gleich. Dazu haben wir hier schon was vorbereitet. Ich kann gleich nicht aufstehen. Wir kriegen das irgendwie hin. So, jeder bitte einmal einmal ziehen. Sehr gespannt, was ihr jetzt habt, ne? Hannes? Jawohl. So. Schön, dass Gunnar übrigens wieder dabei ist. Ja, an der Stelle mal sagen. Ne? Was habt ihr so? So, die beiden übereinstimmenden Spiele. Das passt schon perfekt zusammen. Sitzen. Ich habe nämlich. Ich habe nämlich eine X. Ich habe ein X. Guck mal, dann passen wir. Ich habe einen Kreis. Hallo, Kreis. Gunnar. Deine Hand ist so schwitzig. Egal, was du machst. Nee, meine. Every time. I try to get out, they pull me back in. Okay, so. Dann können wir so sitzen bleiben. Das war nicht geplant, ich aber... Ich baue das mal wieder ab hier, ne? So ist das halt. Aber sehr gute Becher. So, wer fängt an? Sehr gute Becher. Jeder von euch, reichen? Also ihr beiden macht Schnick, Schnack, Schnuck einfach. Ohne oder mit? Gunnar! Er will noch Wasser trinken, ich wollte Best das Logo auf drei, ne? Hallo, wenn du bei Beckmann wärst, würdest du auch nicht so einen Scheiß machen. Mach das Logo ab. Okay, wegen geht Werbung. Schnick, ihr müsst Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer anfängt jetzt? Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick. Das war's. Ja, Best of drei. Schnick, Schnack, Schnuck. Au, ich hab mir wehgetan. Okay. 1-1, komm. Nein, 2-0. Ihr fangt an. Ach so. Einmal die Begriffe. Ich nehme das sicherheitshalber, tue ich das schon mal nach unten. Mhm. Es geht um die gelben Begriffe. Ne? Einfach umdrehen und hier rein. Ich hab in dem Fall die Tröte und die Uhr. Oder du kannst die Uhr machen. Aber wie ist das denn? Zeigen wir das irgendwie in die Kamera? Oder nein, nein. Das wird nachträglich gemacht. Okay. Also, eigentlich ist es jetzt schon da. Du musst eigentlich die Hölle von dem Spiel, weil ich sehe, die haben ein neues Design. Ich habe das Spiel das letzte Mal vor 5 Jahren gespielt. Jetzt kommst du damit nicht mehr klar, ne? Mich interessiert mich nur als Grafiker, dass sie ein neues Design haben. Wie hieß das Spiel in der DDR? Freiheit? Also Grafiker. Verstehst du? Im Gegensatz zu Tabu. Ja, ist nicht ganz so. Okay. Also, in meinem Kopf war der viel lustiger. Ja, das passiert manchmal. Okay, auf die Plätze. Öfter mal so. Auf die Plätze, fertig, los. Mann. Wir aufhören? Zwei Teams machen was? Mannschaftssport. Genau, und da gibt's immer zwei Hälften. Halbzeit. Yes. Hälften? Ja, knapp. Eine Speise, da ist in was nicht Salziges, sondern Süßes. Ja. Süßspeise. Ja, und das ist ein Special. Die sind, Nachtisch. Die sind klein, das ist so eher 90er. Die konntest du, es waren eingefroren, die konntest. Quarkbällchen. So ähnlich. Windbeutel. Yes. Mach hier Haken. Kugelschreiber früher, da haben die in ein kleines Fässchen Tinte, Füller. Füllhalter, Füllfederhalter. Nein, noch älter, von einem Vogel. Feder. Und davor, was du Schreibfeder. Ja. Gut. Gibt's doch gar nicht. Vorbei. Vorbei schon. Was kannst du sehen? Vorbei. Verschiedene. Ach so. Okay. Das war ganz gut. Ganz oder? Kurz. Drei Stück.
Wir machen das wie beim Montagsmaler. Wenn man einen Begriff wegpackt, gibt es Minuspunkt. Ne? Man kann aber in einer Runde minimal 0 Punkte machen. Aber keine Minuspunkte. Okay. Okay. Das werden wir ja wohl noch mal sehen, ob wir dann nicht noch... So, ihr seid fett, die drei bitte da hinlegen. Aber jetzt sieht man ja, jetzt hat ja der Zuschauer nicht gesehen, was ich nicht sagen durfte. Doch. Das kommt doch rein, wird doch reingeblendet. Okay, schon mal was von Post-Production gehört? Nee, ich mach Grafik immer live. Ja. Siehst du? Deswegen sieht's doch so gut aus. Okay, Entschuldigung, ich wollte ja nur... So, hier, es tut mir... Nee, machen wir das so, im Uhrzeigersinn. Ach so. Okay, dann so. Bei dir probiere ich schon mal hier, gleich aus, einer, ob das Ding überhaupt geht. Ja, ja. Da wird eh nichts, nicht viel kommen. Moment. Okay. Auf die Plätze. Ja. Fertig. Los. Familienoberhauptvogel sitzt. Papagei. Schulter. Sitzt auf wessen Schulter? Pirat. Genau. Und was hat der als Brillenersatz? Monokel, Sextant. Naja, was hat der denn? Augenklappe, Piratenklappe, ja. Klar, ja. Natürlich. Es gibt, wenn Wassertropfen vom Himmel fallen, Regen, Nieselregen. Ja, und dann werden sie gebrochen in Regenbogen. Ja. Oh. 2006 WM wurde das eingeführt. In Deutschland und seitdem... Public Viewing. Ja. Alter. Du guckst auf die Zeit. Es ist ein Vorname, aber auch gleichzeitig ein Typ, der Geschenke bringt. Schluss. Auch drei. Sankt Nikolaus. Nikolaus, Santa Claus. Ja. Was, das war's schon? Ja. Geht schnell. Boah, das ist aber echt wenig Zeit, ey. Ich bin sehr schlecht im Erklären, das sag ich jetzt schon mal. Ich bin aber ziemlich gut im Erraten. Das gleicht sich wieder aus. Ist gut. Braucht mal den Gnödel hier, bitte. Habt ihr die... Achso, ihr macht eure Karten, mir unsere, den Gnödel. So. Was ist eigentlich das Ziel? Sagen wir, wer zuerst 20 hat? Nee, jeder ist gleich oft dran. Ja, wie oft? Unendlich? Ja, unendlich. Ja. Weiß ich, jeder ist, was ich viermal mit erklären dran oder so. 30 Jahren sitzen, ja. Bis sich alle Karten durch sind vielleicht einfach. Wir können ja sagen, gucken, wie es läuft. Also ich würde sagen, jeder hat viermal mit erklären. Einmal viermal reihum. Wir haben doch jetzt schon zwei, das waren noch gerade mal. Wie lang ist das hier? Steht das da drauf? Wie viel das Okay, ist? Sagen wir fünfmal. Jeder fünfmal, Punkt. Tschüss. Komm. So. Also. Eine Währung. Euro. Und der macht aber Dollar. Auch Sprechgesang. Oh, dieser eine aus den USA. 50 der Cent. Schwarze. Ja. wenn man. Wenn es Sommer ist und du mega doll Hunger hast, aber keinen Bock Eis. Hast, drinnen zu essen, dann Restaurant, holst du Biergarten. Deine Freundin essen. Kriegt er jetzt Minuspunkte? Nee. Nö. Natürlich. Nee, nur nicht geschafft. Oder? Lächeln. Wenn ich sowas mache, was ich gerade gemacht habe, dann sind bei mir ganz doll große Falten. Die nennt man auch. Ey, das ist Tabu, ne? Lachgrübchen, Grübchen. Ja, sehr gut. Ja, komm, das ist auch ein... Ja, das ist aber nicht Pantomime hier. Nee, aber ich habe ja er dabei gesprochen. Ja, komm! Ja, wir arbeiten bei einer Sendung über... Fernsehen. Marios Endgegner heißt... Bowser. Und wie heißt das... Stopp! Schildkröte. Bowser. Sauber. Ganz kurz, weshalb es natürlich für Fehler Minuspunkte geben muss. Essen wahrscheinlich. Nein, es muss dafür Minuspunkte geben, weil wenn ich sonst einen Begriff nicht mag, weil er zu schwierig ist, dann mache ich einfach einen Fehler und dann... Ja, aber es kostet ja trotzdem Zeit. Ja, cool. Oh, zu schwierig. Ah, hier, oh, Internet. Oh, Entschuldigung. Nächsten. Du hast recht. Das stimmt. Du kannst ja nicht... Das ja, heißt, wir haben keinen gemacht, oder was? Dann nur einen. Ihr habt statt 50 5? Cent... Picknick hattet ihr einen Minuspunkt und bei 0, dann hattet ihr Grübchen also ein. Oh Mann, also war ich 4 schlecht. Statt 5. Aber Browser, das hätten wir ganz gut gemacht noch. Mhm. Okay. Da schreibst du. Also, egal. Ja, ein. Ja. Jetzt ist Nils dran. Traurig, aber das sieht man mal. Achso, hier, ihr Dummes. Hätte man vielleicht trotzdem noch gewinnen können. Ja, klar. Man muss hier in Sicherheit. Wieso ist er denn jetzt schon wieder dran? Ihr seid dran. Ah, du machst die Uhr eben? Ja, ihr wart gerade, jetzt sind wir dran. Achso, ich dachte, er macht da irgendwas. Nee, aber nee. Stimmt ja. Seid ihr ready? Ja, ein ganz anderer. Anne Frank? Jüdin. Was hat sie gemacht? Sich versteckt. Ein Tagebuch. Ah, nee, stimmt. Nicht Westen, sondern Osten, Süden, und, Norden, und Kompass.
Ja, und Himmelsrichtung. Nein, das hat was zu tun mit einem Sonnenaufgang. Hasen. Was macht der Hase? Nicht im Westen, sondern ist er, wenn er etwas wohin legt und du musst. Osterhase! Und was. Ostern! Ja, und was ist es, was du da entdecken musst? Ostereier. Wenn du etwas in der Farbe von Koks von deinem Haupt rieselt. Nicht schlecht. Wir haben, wenn du im Internet Sachen freizügig zur Verfügung stellst, dann ist das für manche. Peer-to-peer! Nein, dann. File-Sharing! Ja, und manche Leute. Shoutout! Was war's? Boah, das war knapp. Datenschutz. Eieieiei. Wie man plötzlich als eloquenter Mensch, Nils ist ja ein eloquenter Mensch, redet wie so ein Roboter. Wenn du im Osten ein Hase. Und die Farbe von Koks. Die Farbe von Koks. Wie sieht das aus? Ich habe es auch nie gesehen. Wie Koks? Der ist grün. Aber Koks ist doch das, was sie unten abbauen, oder nicht? Also. Stimmt, ja, im Bergwerk. Im Bergwerk. Mhm. Ich dachte, das wäre schwarz. Hast du schwarze Schuppen? Je nach. Ich habe gar keine Schuppen. So wie du. Doch, Bartschuppen hat er. So, Hannes, bist dran. Erste Runde ist vorbei. Wie steht's? Ein kleiner Zwischenstand. Ja, das war 6-4. Oh, 4 haben wir nur? Ja, weil du natürlich hier totale Scheiße baust. Das ist richtig schmerzhaft, wenn man es verkackt. Auf die Plätze, fertig, los. Ein Löwe hat im Mund Zähne. Wieso? Wo war's? Ja, weiter. Ja, weiter. Und wie nennt man die? Die haben wir nicht. Stoßzähne. Nee, ja, Reißzähne. Ja, sehr gut. Dein Arm endet wo? An der Hand. Ja, und was hast du da dran? Finger. Sehr gut. Wenn ein Düsenjet ganz schnell ist. Schallmauer. Yes. Das brauchst du, hast du als Kind mehr als Erwachsener und kannst dir Sachen. Dünnpfiff. Nein. Du denkst, du. Nein, scheiße, ausdenken. Fuck! Hätte er gar nicht gemerkt. Ja, also. Ich weiß. Fußball ist was? Sport. Yes. Mit dem. Das war's. Scheiße. Hast du eigentlich mit. Nee. Ja, wir können ja zählen. 4-5 minus. Nee, der war ja gar nicht. Hast du ja schon raus. 4 minus 1. Also 3. Hä? Nee, du hast 1, 2, 3, 4. Den haben wir nicht geschafft. 5 gerade. Minus 1, 4 habt ihr. Den hast du doch schon weggelegt, den du nicht geschafft hast. Stimmt, 5 minus 1. 4. Also Sport hattet ihr, Schallmauer hattet ihr, Finger hattet ihr, Reißzähne hattet ihr, sind 4. Und bei, da habe ich Denken gemacht. So, bei Fantasie hast du Denken, sind 4 minus 1 sind 3. Und den hattet ihr zeitlich nicht mehr geschafft. Genau. Ja, ja. Aber es sind doch 5 minus 1. Nein, das sind doch 4. 4. Den haben wir ja nicht hast geschafft. Hast du gerade einen weg verschwinden lassen? Nein. Okay, legt ihr aber, jetzt habt ihr die Reihenfolge, genau das, was nicht passieren ja, soll. Ja, aber das werden sie wohl merken. Ja, da müssen, ist aber mehr Arbeit für die Leute, die es machen. Ja, ist müssen. Dir das nicht scheißegal? Doch, wie sonst auch immer. Das stimmt. Ja. Gut. So. Oh nein, ich wieder. Wie viel haben wir denn? Oh, 7 nur, ey. Scheiße. So. Ja, also bisher war also jede Runde 3, bis auf die eine von euch, oder? Sonst hatten wir immer 3. Das stimmt. Die eine finde ich grüner, so. Auf die Plätze. Hm? Achso, ja, ich bin dabei. Los. Ja. Lewandowski ist Pole. Punkt-Punkt-Schütze. Torschützenkönig. Nur Tor. Ja. Huibu, das Schloss. Gespenst. Ja. Oh, come on. Das esse ich. Essen. Oh, weiter, fuck. Weiter. Yeah. Das kaufe ich dem Jonathan, damit er Ruhe gibt. Schnuller. Auch. Essen, Schokolade, Crack. Bonbons. Was? Weiter. Spielzeug. Ja. Der gibt die rote Karte. Schiedsrichter. Oh Mann, ey. Am Pariser Platz. Präparator? Ja. Alter. Junge. Nicht Professor, sondern Doktor. Drunter. Noch bei Jüngeren. Doktorand? Nein. Lehrling, Student? Ja, stopp! Lehrer. Okay, 4 habt ihr gemacht, ne? Trotzdem. Aber die haben einen Minus. Genau. 5 minus 1, glaube ich. Ja, 5 minus 1. Ich streiche einfach den oberen mal hier weg. Darf ich mal gucken? Dann habt ihr 10 insgesamt. Nämlich nicht 1, 2, 3, 4. Ja, ihr habt recht. Ach was. Komm, Gunnar. Ja, ja.
ist der König. Ach so, scheiße, wir haben nicht. Was hattet ihr jetzt? Hab ich auch geschrieben. Ach so. 4. Das ist alles. Shit. Wir haben 10. 10. Und wir haben 7. Weil zu viel ist, ne? Ja. Das ist echt krass. Ich mach's jetzt mal ganz gut einfach. Alter. Wenn man klein ist, dann hast du in deinem Bett ein Nen. Puh, der. Bär. Mann, wie heißt das denn nochmal? Ein Dingsbär. Genau. Oh, fuck, genau das. Fuck, Fuckbär. Plüschbär. So ähnlich? Plüschbär. Och, du nennst ihn? Kuschelbär? Nicht Vater, sondern? Mutterbär? Mamabär? Nein, 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 nein. Du weißt das Wort. Oh, Mann, ein Kuschel. Oh, Mann, ein Spielzeugbär. Wie heißt Vater der? Vater auf Englisch? Fatherbär? Nein. Verniedlichung? Deadbär. So ähnlich, auch mit einem anderen Buchstaben am Anfang? Teddybär! Ja. Fuck! Fuck, okay, alles klar. Fatherbär! auf dem Hurricane, da gehst du ganz oft. In Dänemark warst du gerade? Konzert. In Pool? Nee. Saufen. Wo habt ihr gepennt? Pool. Zelt. Ja, sehr gut. Pool. Roger Federer ist? Punkt, Punkt, Tennis. Spieler. Tennisspieler. Deine Vita ist auch ein Teddybär, ey. Ich bin so dumm. Shit. Vaterbär. 3. Oh, Teddybär, ey. Wieder 3. Ja, wo ist denn Daddybär, oder was? Ah. Ja, ich wollte auf Daddybär und dann dachte ich. Shit. 3 haben wir. Naja. Ja, mein Ding. Teddybär. Mist. Achso, hast du aufgeschrieben? Nee, was? Ich muss raten. 9. 9 zu 10 und ihr seid. Wir sind sogar. Jetzt zieht nach. Shit. Auf die Plätze. Achtung. Wenn du ganz vorsichtig voranschreitest, dann schleichen. Gehst du auf Zehenspitzen. Du hast über deinem Herd eine Dunst. Abzugshaube. Nur das mittlere? Haube. Nur das mittlere? Abzug. Wenn du die Flusen in deiner Visage stehen lässt, hast du nach 3-Tage-Bart. Ja, anderes Wort? Bart. Bartwuchs, Vollbart. Nee, wenn das ganz, ganz wenig nur ist, ganz kurz ist. Dann Stoppelbart. Ja, das ist nur das erste? Stoppeln. Ja. Ich habe einen Punkt, Punkt, Punkt im Rucksack, bitte nicht schubsen. Quark? Ja, so. Joghurt. Ja. Wenn das völlig düster ist und da willst du nicht entlang schreiten, weil da könnten Gangster sein. Das ist eine düstere? Frankfurt. Na, wie nennt sich das so zwischen Häuserwänden? Zwischen was? Häuserwänden. Ghetto. Gasse. Gasse. Hast du noch ein bisschen Wasser? Nicht schlecht. Eieiei, da haben wir doch wieder 4 gemacht, ne? 4. Habe ich notiert. Bislang der Rekord, 4, ne? Fuck, Mann. Hat schon mal einer 5 geschafft? Ja, wir hätten fast 5. Also nein. Die sind 5 vor uns. Achso, Ede, ja, muss ja. So, jeder war jetzt 2-mal schon, ne? Ja, jetzt so, war jeder 2-mal. Ich mach mir hier. Alles ist jetzt zum 3. Mal dran. Das ist jetzt schon die. Oh, Mist, Teddybär! Ja, kann man mal vergessen, ey. Du warst als ein harter Typ früher. Mhm. Ich hab nur mit Kettensägen gespielt. Bist du bereit? Ja. Ja, ich dachte, man zählt vielleicht. Okay. Oh, Alter, das war echt. Außen an deinem Gehirn, damit kannst du Mucke hören. Ja, Ohren. Und was? Ohr. Da gibt's den Hammer. Oh, Amboss. Und was ist? Hammer, Schnecke. Nein, weiter. Hammer, Amboss, Schnecke. Das kannst du auch. Trommelfell. Ja. Wenn du ein Schisser bist, nennt man dich auch? Etienne. Wie ein Tier. Angsthase. Ja. Blablabla, bla, bla, das ist ein auf dem Punkt, Punkt, Punkt. Ah, scheiße! Da läuft ein Typ mit einer langen Stange über was Schmales, über 2 Gebäude. Slackline. Ja, und wie nennt man das auf Deutsch? Drahtseil. Ja! Oh. Nicht gedacht. Hattest du immer nach dem Kindergarten kommt was? Grundschule. Ja, und was kriegst du da am Ende des Jahres? Zeugnis. Yes. Oh, fuck. Wir sind schon durch. Aber das Zeugnis zählte, glaube ich, ja, noch. Natürlich. Echt? Ich habe gar nicht aufgepasst. 4. Echt gesagt. Das Blablabla bla, bla vom Punkt. Ja, das ist ein Blablabla bla, bla, Drahtseilakt. Ja, ja, ich habe dann aber gesehen, ich wollte alles sagen, was da drauf steht. Du musst die Akte sagen. Ja. Kannst du mal zählen? 4. Sehr 4? Gut. Ja. Sehr gute Erklärung. Blablabla. Bla, bla, ja, ich bin auf dieses Drahtseilakt hängen geblieben.
Okay. Das war eine gute Runde von euch, Jungs. Ich weiß. 13 zu 15. Ihr müsst jetzt mal richtig verkacken, Ede. Ede. Richtig. Das kriegt er hin. Achso. Indiana Jones hat als Waffe. Eine Peitsche. Ja. Oh, Mann. Jemand, der Stefan Borg hat das viel gemacht. Oh Gott, jetzt muss ich auch versuchen. Im Urlaub? Viel darfst du nicht. Oh fuck, viel Flieger, okay. Oh, sehr gut. Schröckert ist als Hobby. Filmfan. Wiki, Wiki! Rapper, DJ. Ja. Alter, okay, Geräusche. Oh Gott. Das ist ein Aufstrich, ein süßer Aufstrich. Oh, oh Scheiße. Ja, ey, fuck. Geil. Verdammt. Das haben wir uns neulich von Nathalie ausgeliehen, als wir zum Juli gegangen sind. Regenschirm. Ja. Das ist die Boss-Transformation ist auch ein Kollege, ein Rap, ein Album, ein Song, ein Nein, Track. Die Boss-Transformation, wo du aus Hängebrüsten Muskulatur. Genau, und wie nennt man das im Neudeutsch? Training, fuck. Ihr habt einen Workout. Gemacht, glaube ich. Ja, mit Minus. Ja, genau, ihr habt einen Workout gemacht. Workout ist nicht drin, Regenschirm war drin, Honig war ein Minus, das heißt, die sind weg. DJ, Vielflieger, auch weg, ein Peitsche. 10 zu 8. Yes. Weil Ede so. Ja, ich weiß. Ey, Honig ist süß. Und ich, schwer. Naja, Wespe, nicht gesagt, Wespe. So Punkt, 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 macht das in den. Ja, aber Wespe wäre ich schmier dir Punkt, Punkt, Punkt um den Mund. Ihr seid so klugscheiße. Ihr seid so Spastis. Ey, hey! Das ist wir sind so am Schatten. Okay, ich mach jetzt einfach, ey. Ey! Ein Königreich für einen. Lama. Boah. Ein Fahrrad, das betätigt man mit dem. Nee, das mit ist scheiße. Mit Pedalen, Lenkrad, oh. Motorrad. Okay. Oh Mann. Ein Rad. Das zweite Wort machen wir zuerst, pass auf. Man macht Mehl in einer großen Schüssel. In zum Beispiel die Rügenwalder. Mühlenwurst. Wurstschüssel. Das erste Wort. Mühlenschüssel. Nein, nur das erste. Schüssel. Nein. Mühle. Genau, passt das zweite Wort. Und ein Fahrrad, das bedient man mit dem Fuß. Das heißt. Tretmühle. Ja, boah, ey. Fuß. Nein. Weiter. Oh, oh. Die Sache hat einen. Haken. Im Cheeseburger. Käse. Da sind, ja, Hamburger ja. Steht da. Burger. Burger, Alter. Da steht Hamburger. Ja, Burger. Okay. Ich bin ein großer von Penner, Arschloch, Wichser. Werder Bremen. Stopp! Ah, Fan, fuck. Come on, Fan. Penner, Arschloch. So, dann geht's, glaube ich, sogar noch einen weg. Ihr habt sogar Minus gemacht. Nee. Null haben wir gemacht. Also, Tretmühle hattest du verkackt. Hast du Fuß gesagt, da hast du Burger gesagt, sind zwei Minus, Lama. Ich hab Hamburg Cheeseburger gesagt. Burger, das Wort Burger darfst du dann nicht sagen. Also, und was? Haken hatten sie, also null. Null? Fan, ey. Wie viel hatten Sie davor? Ich habe schon einen Strich. Wir hatten genauso viel. Null. Also hattet ihr. Null. Wir hatten acht, glaube ich. Oder neun. Ich weiß nicht. Acht oder neun. Hm, weiß ich nicht. Wieso, was, wie, oh Mann, was hast du denn gemacht? Ja. Du musst es immer erst am Ende machen! Cheeseburger geht dann. Was hast Nein, du jetzt? Da ist ja das Wort Burger drin. Ja. Habe ich jetzt den Strich gemacht oder war der noch nicht? Das wusste ich nicht. Ich glaube, diese Regel den wieder weg war mir nicht bekannt. Ich weiß es nicht. Ich muss also, da, er hat ja auch viel, viel gehabt und kommt, viel gesagt. Wer ist dran? Warte mal. Ich glaube, aber Fan, ey, das wäre fast noch geklappt, ey. Ätzend. Du hast auf jeden Fall einen gemacht, das sehe ich an der Lithografie, weil davor habe ich das gemacht. Und, aber egal, wir schenken euch einen Punkt. Chill oder nicht. Das können wir ja in der Post. Du erkennst Post. An einem Strich, wer es gemacht hat? Ja. Was bist du denn, Sherlock Holmes, ey? So, Moment. Ist anstrengend. Willst du noch ein Glas Wasser? Wenn, dann hätte ich gern Becher, aber muss ich nicht, danke. Seid ihr soweit? Sind alle? Die Herren dann soweit? Oder? Ja, sind soweit. Los geht's. Angetäuscht. Ja. Alter. Oh, Alter! Okay, du machst Jonathan ein, damit er glücklich ist. Essen. Ein? Abendessen. Allgemeiner. Ein Geschenk. Oh Gott. Das zweite Wort. Unsere Firma, wir sind die? Rocket Beans. Ja, Deutsch? Raketen. Bohnen. Und ja, genau, das Bohnen? Ja, ist das zweite und das erste. Was das isst du gerne als Kassler? Was ist das für ein Viech? Schweine, Schweinebohnen. Ja, ne, Bohnenschwein. Andersrum, also weibliche Form? Saubohnen. Was ist denn eine Sau?
wenn der Jonathan nicht pennen mag, dann trällerst du ihm ein Schlaflied. Anders? Wie nennt das? Gute Nachtlied. Wie nennt das? Wie heißt Kinderlied. Wie heißt das erste Ding, in dem der schläft? Also das erste. Naja, was machst du denn dafür? Das erste Ding, in dem der. Wiegelied. Ja. Oh fuck. Mittlerweile gibt es. 3. So, können wir jetzt mal meinen Sohn aus diesem Spiel rauslassen? Ey, jedes Mal, wenn statt oh, Scheiß, Kind ja. Nehmen wir Jule schon. Was hast du denn zu bieten? Ja, ich sag auch einfach Jonathan. Hört auf, jetzt über meinen Sohn zu reden. Du hast doch damit angefangen. Ja. Da wusste ich nicht, dass bei jeder zwei Fragen kommt, das war aus Verlegenheit. Schreien wir alles raus. Bei dir sage ich dann einfach mal Bier. Okay, Bier ist Kind, Lebensinhalt. Jetzt hört auf. Ja. Hast du jetzt einen Punkt gedödelt? Ja, 3 Punkte. Nur? Das hat sich mehr angefühlt. Übrigens, was ich sagen wollte ist, ihr müsst aufpassen, wenn ich einen Fehler mache oder jemand und ihr quiekt nicht, dann ist dieser Fehler nicht reklamiert worden. Ey Mann, du... Ich habe gerade einen Fehler gemacht, den ihr nicht bemerkt habt. Ja, ich kann den nicht bemerken. Nein, ich sag's nur mal, wenn ihr euch hinterher beschwert oder so, weil das ist euer Problem, dafür gibt's diesen Bieber. Du hast einen Fehler gemacht. Ist egal, das ist nicht bemerkt. Mann, das ist dein Job. Du hast wahrscheinlich auch schon einen Job. Ich guck mir das an und wenn du Fehler gemacht hast... Bei ihm habe ich ja wohl derbe aufgepasst. Los. Bei ihm habe ich auch schon einmal getrostet, aber das war das falsch. Pass auf jetzt. Haben wir eben drüber gesprochen. Ist ein altes Buch und heutzutage auch eine Serie aus... ich war nicht dabei. Im Land mit dem Tee. Was? Wie? Tibet? Was? Mann, Mann, der Schauspieler, der bei Herr der Ringe mitmacht, beim kleinen Hobbit. Ja. Was spielt er, in was für einer Serie spielt er mit? Aus dem Land, wo der Tee herkommt. Das ist ich weiß es nicht, ey. Mann, Alter, der deckt böse Sachen auf. Der Detektiv. Ist nämlich, ja, und wie ist der berühmteste? Sherlock Holmes. Ja. Ach so. Da war ich doch dabei. Ist von VW und gleichzeitig Tiger Woods. Golf. Yes. Puh. Gegenteil von blöd. Cool, dumm, schlau. Anderes Wort. Clever. Klug. Höher gestochen, das Wort. Oh, er ist ja so... Hey, stark. Halt! Du hast gesagt, Gegenteil von schlau. Nee, von klug. Ach so. Nein, blöd. Mann. Vorbei. Ja, okay, Mann, gib mir noch 5 Sekunden. Das ist doch dumm. Jetzt ja, natürlich, ich hab einen Fehler gemacht. 3, 2, hä? Schlau, smart. 1, clever. Intelligent. Das ist mir zu hartes Wort. Ja, das war aber auch frech von euch. Ich habe extra blöd gesagt. Ja, tut mir leid. Egal, kann passieren. Das war echt blöd. Okay, was? 2. Mann, scheiße, Sherlock Holmes, wir haben doch eben noch... Ja, ich dachte... 2. Ja, ich hätte es auch besser machen müssen. Golf und Sherlock Holmes. Intelligent. Ach, ja, egal. Ist das jetzt das vierte Mal? Spiel. Oder das dritte? Ich habe gerade das... Vierte Mal, glaube ich. Dritte. Nee. Vierte? Du hast das vierte Mal. Ich hatte den Abschluss. Ich bin immer der Letzte der Runde. Du bist immer der Erste der Runde. Ja, das stimmt. Mann. Ready? Das ist ein Genre, das ich sehr mag. Action. Weiter. Abenteuer. Weiter. Drama. Kriegst du mir irgendeinen Hinweis? Horror, Punkt, Punkt. Horror-Movie, Horror-Splatter, Horror-Film, Horror-Slasher, Horror-Movie, Horror-Film, Horror... Das ist auch ein Song von Michael Jackson. Thriller. Ja. Das hättest du mal viel früher sagen können. Alter. Da hatte ich ja eben einen richtigen... Geistesblitz. Ja. Ich lebe immer von der Mund... Hand in den Mund. Ja. Von also der Mund, ey. Nur das, ja. Nur das, Mund, Hand. Das andere, ja. Da war ich... Sehr schlecht drinne. Mathe. Ja, Physik. Eine besondere Form davon. Algebra. Mit Form. Oh. Weiter. Form. Das war eine andere Form, die er eigentlich meinte. Okay. Ja. Das hatten wir mal als Rubrik uns überlegt bei Giga mit sprechenden Tieren. Telenovela. Ja, nur das Richtige. Fuck it. 3 habt ihr, glaube ich. Witzig, Form. Du meinst natürlich nicht die Körperform, aber. Naja, egal. So, das war Telenovela, hat es nicht geschafft. Geometrie ist minus. Das ist ein Genre, was ich gerne mag. Es hätte auch sein können, dass du direkt zuerst triffst. Ich wäre gleich auf das Album von Michael Jackson gegangen. Ja, das kam mir aber halt erst danach. Was soll man machen, wenn es einem gerade nicht einfällt? Ja, ja. Haben wir eins, achso, das haben wir verkackt, also haben wir nur 1, ne? Hand und Geistesblitz, das haben wir verkackt, 2 minus 1, 1, oder? Oh, 3 minus 1 ist 2. Wir haben 3 geschafft. Ach, den hast du schon rausgenommen. Ah ja, stimmt. Ja, okay, dann sind es 2. Wir haben 2 Punkte. Was hast du jetzt wieder gemacht? Einen weggestrichen. Ich dachte, ihr hättet 3 gemacht, trotzdem. Das kann bald keiner mehr nachvollziehen, was wir da machen.
Ja, wir können ja nachlegen gleich. Oh Mann, jetzt verpasse ich wieder. Ja, ich war doch diesmal kein Teddybär und dann ist alles cool. Okay, alles klar. Warte diesmal. Ey, Alter Schwede! Robin Hood Helden in? Strumpfhosen. Beim Füller, da taucht man das ein. Tinte. Nee, anderes, das andere. Man taucht es ein. Die? Feder. Am Hauptbahnhof, da laufen so viele Leute mit so Schildern rum und die finden alles scheiße. Die machen eine mit ganz vielen Leuten. Ja, ich weiß, ich komme gerade nicht drauf. Protestieren, die machen einen. So was genau. Oh Mann, die. Oh, fick! Ich kann dir auch was vormachen. Das ist eine. Ich bin zu dumm. Wenn man beim Computerspiel so eine Vorabversion bekommt, so ein ganz kleines Teil nur davon, dann ist das auch so ein Ding. Also wenn du mal was antesten kannst. Für alle Leute. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Mach weiter. Wenn wir gegen die verlieren. Echt? Das ist Minuspunkt dann. Ich lasse es dann lieber ausklingen. Protestieren. Ich weiß es nicht. Demonstration. Eine Demo. Ich bin so dumm. Das sind zwei Punkte. Eine Demo. Nee, warte mal. Nicht immer so schnell. Das sind zwei Punkte. Scheiße. Demo. Ich bin so dumm. Ey, wenn wir gegen die verlieren. Wie Teddybär, ey. Gottes. So, es beginnt. Ach nee. Nils, das ist jetzt das Ende der vierten. Ich werde immer so aufgeregt auch. Ja. Also drei haben wir das jetzt, die vierte. Shit, ey. Ja, nicht so. Haben wir noch genug Karten? Ja, es steht übrigens gerade 20 zu 18. Aber wir haben einen weniger. Ja, ihr zieht ja nach. Ready? Wer heißt der noch? Banksy. Macht. Street Art. Das lag vorhin ganz oben. Wenn du ein riesen Arschloch bist und dann verreckst du, dann kommst du in die Hölle. Freistoßspray wurde vom TÜV verboten, weil es zu viel. Oh Gott, irgendwas hat es enthalten. Wie nennt man das? FCKW, nee. Ja, genau, das ist der sogenannte Punkt, Punkt, Punkt. Stickstoff, nee. Ja, pass auf, wenn du irgendwas hoch. Helium? Züchten möchtest, dann machst du ein Gebäude aus durchsichtigem Stoff und das ist dann ein. Schaumstoff? Nein, was ist das? Das ist ein Gebäude aus durchsichtigem Material. Wie nennt sich das? Ein Gebäude aus durchsichtigem Material? Glas! Ja, und wie heißt das? Glasspray. Jetzt denk mal an das Freistoßspray und. Zwei Punkte Glasfaser? Hä? Du hättest doch die ganze Zeit Gas sagen können. Treibhaus, okay. Treibhauseffekt. Eins, ne? Zwei? Okay. Zwei. Dann sag doch Global Warming. Ja, sag doch Global Warming. Ja, sag das einfach auf Englisch. Sag einfach alles auf Englisch. Sehr gut. Wie viel? Zwei. Also steht Gleichstand. 22 zu 18. Dann hauen wir für wen? Für euch. Ach so, sehr gut. Vier mehr? Ja. Hauen wir mal richtig einen raus jetzt. Ja, ich darf nicht raten und du darfst nicht. Letztes Mal, jeder. Ist blöd, ne? Wie sind wir in der Zeit, liebe Regie? Ach, Demonstration. Ja, passt. Das, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Aha. So, auf die Plätze. Hier. Übrigens, das Street Art wollte ich nochmal sagen. Das lag eben ganz oben. Das war natürlich nicht schwer, das gleich. Ja, aber bei Banksy wäre ich sofort auf Street Art gekommen. Natürlich. Mhm. Ja. Also, soll er nachliegen. Handentspannung. Ah, scheiße. Ed Hardy war. Was hat er gemacht? Tattoos. Tattoo-Künstler hat er, war der. Nein, er hat T-Shirts gemacht. Das weiß ich. Ja, und. Und was ist es? Kleidung. Designer. Überbegriff. Der Mode. Ist, ja, Designer. Und, ja, Modedesigner, sehr gut. In der Mitte ein Loch. Schmeckt lecker. Essen. Donut. Ah, oh, fuck, essen. Bagel. Echt dumm. Ja, fuck. Du warst schon richtig. Du bist fett und willst dünner sein. Abnehmen. Diät. Ja. Nicht Hai, der liebe Hai. Fisch. Delfin. Ja. Ede ist ein ganz schöner Poser. Merk. Scheiße, Besserwisser. Ich weiß nicht, warum ich auf Ede komme. Immer wenn es böse Sachen sind, werde ich als Platzhalter genommen. Ja, ich habe vielleicht Angst vor Nils. Fuck.
So, der ist nicht reingekommen. Fuck, Diät habe ich, nee, hier, Donut habe ich Essen gesagt, kommt raus, Modedesigner. Und Massage habe ich auch verkackt, wir haben einen. Kann ich ganz kurz gucken? Oh, du hattest schon Donut gesagt und ich sag noch Essen. Ja, weil du viel zu viel redest, du musst ihm mehr Zeit zum Raten geben. Noch neue Karten reingehen. Jetzt kann ich es dir ja sagen. Hier, jetzt kannst du mal gucken, wie man das macht. Scheiße. Was hattet ihr gesagt? Ein? Ich durfte Lagerfeld nicht sagen und kam nur auf Ed Hardy. Ja, der hat doch vorher Tattoos gemacht, oder nicht? War der nicht vorher ein Tattoo, einen hattet ihr gesagt? Einen haben wir nur gekriegt. Oh, ey, hoffentlich reicht das. Das sind nur 8 Karten. Ja, dann packen wir halt neue nach. Ich meine, jetzt so viel gewonnen. Ja, ich schon verstanden. Ja, trotzdem, wir machen das ja noch dreimal machen. Wieso, wie wir brauchen auf jeden Fall neue Karten. 15, 23, 22? Zu 19, glaube ich. Ist noch alles drin, wir brauchen auf jeden Fall neue Karten. Drei aufholen, also. Ja, hier. Ich ja, und die müsste einfach mehr verkacken. Ich guck jetzt nicht, ich hole mitten aus der Mitte des Stapels. Mhm. So. Haben wir einen Notar, der das bestätigen kann? Jetzt kannst du noch einmal abheben, bitte? Damit es nicht heißt, ich hätte irgendwas gemacht. Willst du auch noch welche rausnehmen oder so? Nein, das ist gut so. Und wir, jetzt packen wir die natürlich nach unten. Achso, kannst du das gesehen? Ich meine, das ist ja bei dir egal. So. Es geht wieder los. Im Zoo. Tiere, ja, Gehege. Ein ganz besonderes Tier. Löwe, Tiger. Tier. Och, Spaß. Yeah. Ein Latte Macchiato. Kaffee. Ja. Und Kaffee. Vanille, Punkt, Punkt. Pudding. Nee. Vanille. Soße? Nee, was gibt's noch? Schokoladen, Punkt, Punkt, Punkt. Soße, Pudding. Vanille, Stracciatella. Eis. Genau. Latte Macchiato-Eis. Ja. Eislatte. Ja. Guter Begriff von Latte Macchiato. Ja. Wenn's mir richtig gut geht, dann, ja, was macht man dann? Luftsprung, Jubelsprung. Zum Beispiel, oder in World of Warcraft oder in Destiny kann man so kommunizieren, ja. Und eine Form davon? Breakdance. Anders? Das klassischer Tanz. Klappert oder? Ganz viel. Klappertanz? Dieses mit diesen Palmen. Ja, aber nicht an den Händen. An den Füßen? Ach, ja. Du Scheiße. Stopp! Ah, Stecktanz. Einen habt ihr, ne? Wir haben den Fehler bei Giraffe. Der kam nicht Eiskaffee, ja. Nee, null. Minus. Null? Siehst du? Yes. Geht ganz schnell. Yes. Das war schlecht, ey. So, wie viel müssen wir jetzt machen? Boah, war das schlecht. 3, um Gleichstand zu haben. Fuck. Ja, kein Problem. Oh, nichts. Keine Teddy-Demonstration, bitte. Okay. Wenn ich Daten von dir haben möchte, dann gebe ich dir meinen... Stick. Ja, wie heißt es ganz? Da kommt ja eigentlich normal, heißt ja nicht nur... Der heißt Datenstick. Wie heißt das denn? USB-Stick. Ja, danke. Im World Wide Web. Internetseite. Da kann man Sachen, die man nicht mehr haben will, reinmachen. eBay. Sehr gut. Männerträume. Der macht immer so ganz blöde Filme bei uns im Land. Das ist so ein Typ. Nee, wo denn? Deutschland, Land. Nee, bei uns. Ja. Okay, wir kommen aus dem Norden. Da gibt's ganz oben... Meer, das Meer. Ostsee, Nordsee. Genau, und da, wie heißt denn das, die Begrenzung zwischen den beiden Sachen? Deich. Ja, im Allgemeinen. Dänemark. Im Ganzen. Die Nordsee, Punkt, Punkt, Punkt. Scheiße, hätte ich vorher sagen können. An der Nordsee. Stoppküste, ja. Fuck, jetzt mal, ja. Eins. Ja, haben wir schon ja, fuck. Nur noch einer für die Galerie dann, ne? Können wir uns jetzt ab jetzt kann man auch Minuspunkte machen übrigens. Okay? Ja. Lass dir Zeit beim ersten Begriff, ne? Scheiße, ey! Ja, hast du gut gemacht. Nein! Okay, seid ihr bereit, dann bringen wir es jetzt noch zu Ende. Ja, pass auf. Oh, ja. Okay, alles klar, wenn du... Sorry, ich hab grad nicht hingehört. Achso, wenn du was ganz Wichtiges aufs Papier bringen möchtest mit einem Gegenstand, dann ist das ein Brief. Ja, aber wie heißt der Gegenstand, mit dem du das... Füllfederhalter. Anders. Kugelschreiber. Ja, und das, Füller. Die Verniedlichung davon? Kuli. Ach, das, du machst ungefähr 27.000 davon, wenn ein Vögelchen im World Wide Web zwitschert, nennt man das? Ein, Twittern. Ja, Tweet. Und, darf man das auf Deutsch sagen? Wenn ich dich verarsche an einem ganz bestimmten Datum, dann ist das der... 1. April. Mein Geburtstag. Dankeschön. Das würdest du gerne mal haben. Schreib uns auf. 6 aus 49 ist... Ein Lottogewinn. Ja, und wie nennt sich das im Allgemeinen? Die... Lotterie. Das ist so einfach.
Das ist wirklich so einfach. Nils ist einfach gut. Ja. Wenn du. Seid ihr fertig? Okay, ja, ist halt so. Nils ist einfach gut. Ja, aber hier jetzt filtern, ne? Das darf man nicht einfach hier zwitschern auf Englisch sagen. Ne? Das stimmt. Ja, gut, aber das war mir gar nicht bewusst. Ich habe zwitschern einfach war für mich. Das habe ich nicht bewusst übersetzt, aber meine ich dann haben wir mit ein bisschen weniger Vorsprung gewonnen. Genau. Also, streich noch außerdem mal zwei weg. 25 zu 24 ist es jetzt ausgegangen. Also, das ist echt knapp gewesen. Wie viel? Naja, 25 zu 19. Ah. Oder zu 20? Ich kann. Das sind schon 20, machen wir 20. Ja, 25 zu 20. Das liegt aber auch daran, dass ihr natürlich nun schon seit Jahren zusammenarbeitet. Ja, und Kommunikation ist unsere große, große Stärke. Gunnar und ich sind uns ja. Ey, wir machen gerne ein Rematch mit veränderten Rollen. Das war ja ausgelost, das war ja auch Pech jetzt für euch in dem Fall. Ja. Das ist ausgerechnet, dass halt die beiden Schlechtesten zusammengekommen sind. Jonathan hier, Jonathan da. Halt's Maul. Okay. Weil es gibt doch noch was Gutes mit dem Kind, ne? So, ja, eben. Das war doch noch für irgendwas gut. Wenn es nur für die Tabu-Runde war. Ja, ey, will noch jemand was sagen oder machen oder was? Weiß ich nicht. Nein. Dann beenden wir das Ganze. Jetzt hat Spaß gemacht. Wieder mal geht sehr so erfolgreich. Sind wir eigentlich als Team schon mal irgendwo unbesiegt? Unbesiegt, ne? Ja. Trotz Familienoberpfogel, glaube ich. Nee. Da habt ihr ja, du und Trant haben da verloren. Nee, was? Wir haben da verloren? Ja, ich hab. Also, wenn wir das gewonnen haben, dann. Ja, weil also die ganz schön schlecht waren trotzdem. Bei Montagsmaler habe ich durchgehend gewonnen. Also, oder? Nee. Nee, immer wenn ich mit dem Trant war. Ja, den gibt's nicht mehr. Das stimmt. Ja. Gott. Gut. Seine Seele. Gut, dafür hast du jetzt einen Gunnar. Läuft ja super, ne? Ja, sehr gut. Ja, egal. Naja. Wir haben alle unsere Defizite. Also, vielen Dank fürs Mitmachen, Gunnar, Hannes. Ja, ne? War super. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit Almost Daily Tabu. Tschüss. Darf man Tschüss sagen überhaupt? Weiß ich nicht. Steht das nicht mehr drauf? Fuck. Oh, nee. Shit.